Ja, dann lass uns doch aber trotzdem hier noch ein bisschen den Fernblick genießen hier. Diesen historischen Punkt auf uns wirken lassen und noch ein bisschen was über Formula erzählen. Ihr hört den Malediven-Podcast von den Inselnauten mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddy und los geht's. Überquert das erste Mal den Äquator. Juhu. Ich überquere ihn das zweite Mal. Wow. Ja, auch erst das zweite Mal. Ja. Und wir erkunden jetzt den Süden der Malediven. Und wir sind noch im Flugzeug und wir hoffen, dass das jetzt alles nicht zu laut für euch ist. Deswegen machen wir jetzt erstmal Pause und melden uns wieder, wenn wir gelandet sind oder wenn das Flugzeug weniger von diesen komischen Geräuschen hat. Wir fliegen nämlich mit einer Propellermaschine der Maldivien und das ist laut. Ja, sehr laut. Und jetzt kriegen wir auch gerade Druck auf den Ohren, weil wir sind im Landeanflug. Und aber den Druck kriegen die Leute wenigstens nicht mit. Die kriegt ihr nicht mit, ja. Oder vielleicht drückt sie auch auf dem Mikrofon. Ja, wer es mit Kopfhörern hört und Druck jetzt in den Ohren kriegt, der hat jetzt eventuell, der ist jetzt im Landeanflug. Also nicht wundern, also, okay? So, wir landen jetzt erstmal in Formula, im Süden der Malediven, auf der Südhalbkugel der Welt. Ja, okay, bis gleich. Ich glaube, wir können jetzt Formula sehen. Es kann hier nur Formula sein, oder? Und jetzt fliegen wir über den Strand und jetzt macht es gleich, hoffentlich gleich Touchdown. Und macht es Touchdown? Auf der Südhalbkugel gelandet. Meinst du, das versteht noch einer? Ich höre es ja noch. Wir sind auf der Südhalbkugel gelandet. Ja, jetzt. Ja, was ihr auch so alle sagt, also so richtig versteht man nicht. Ich habe nur verstanden, dass wir jetzt in Formula gelandet sind. Das war die gute Nachricht. Wir sind also in der richtigen Richtung. Genau, wir waren in der richtigen Richtung. Wir haben nämlich vorher noch so ein Atoll gesehen und haben so gedacht, das ist aber jetzt ziemlich spät, der war schon ziemlich weit unten. Hm. Das war dann noch kurz vorm Äquator. Ja, kurz vorm Äquator war das jetzt. War das, ja. Da hatten wir euch noch nicht auf Mikrofon. Nee. Ich weiß nicht, was ihr jetzt alles erzählt, weil Anschlussflüge gibt es hier definitiv keine und ob sie noch Hotelempfehlungen ausspricht oder so, das weiß ich nicht, aber... Jetzt dankt sie uns, dass wir uns geflogen sind und dass wir mit ihr wieder zurückfliegen sollen, hat sie gesagt. Aber heute noch nicht. Die fliegt aber heute wieder zurück, weil die, übrigens, also das können wir euch schon sagen, auch wenn das immer noch laut ist, die Rückflug- oder die Hinflugoptionen scheinen im Moment so limitiert zu sein, dass man hier nur nicht am späten Abend, sondern am Abend. Also wir sind um 20 Uhr in Male losgeflogen und sind jetzt nach wie lange sind wir geflogen? Lange, ne? Fast anderthalb Stunden. Nee, nicht ganz. Also eine Stunde 20 sind wir geflogen. Also lange. War der längste Flug bisher. Beide Fluggesellschaften fliegen hier nur abends hin. Beide. So es wird ja noch eine dritte geben. Es wird noch eine dritte geben. Ja, aber noch. Wenn wir den releasen, gibt es Manta Air bestimmt schon. Dann werden wir mal gucken. Also ich habe schon Moment, den Schalter gesehen. Ja, ich habe auch schon gesehen. War, der war zwar nicht besetzt, aber... Ich muss jetzt Kamera scharf machen und jetzt ist es, glaube ich, auch laut und es ist nicht schön.
ja. für euch so zu hören. Also im Moment, wie gesagt, nur abends und die fliegen zumindest die hier auch wieder zurück gleich. Das erklären wir euch aber nochmal mit normalen Umgebungsgeräuschen, glaube ich, ja nicht. Wie gesagt, wir sind jetzt in Formula, die Propeller aus und wir machen jetzt erstmal aus hier. Genau, wenn wir das auskriegen, machen wir das aus und dann sind wir erstmal ein. Formula, wir müssen unsere Insta-Story machen, weil diejenigen, die unsere Insta-Story bis zum jetzigen Zeitpunkt geguckt haben, wissen noch nicht, wo wir gelandet sind. Also, macht's gut erstmal. Ja, genau. Tschüss. So, jetzt sind wir ausgestiegen und jetzt irgendwie komisches Gefühl, ne? Ja. Ist ja alles so groß. Ja, sieht alles so irgendwie, sieht aus wie eine Stadt draußen irgendwie so, ne? Irgendwie mit Autos und... Ist doch auch eine Stadt, oder? Ja, eine große Stadt. Eine berühmte Stadt. Also groß für maledivische Verhältnisse. Genau. Jetzt müssen wir unser Gepäck noch holen, das ist noch gar nicht da, weil nämlich das noch ausgeladen wird. Also jedenfalls haben sie diesen Hänger da mit den vielen Kisten. Wir hatten nämlich Leute vor uns, also nicht vor uns, aber eine Gruppe von Männern, die haben Bleigurte mitgehabt. Also die fahren, entweder kamen die vom Tauchen oder fahren zum Tauchen und denken, dass es in Formula kein Blei gibt. Ja, aber wir haben immer noch kein Schild. Doch, jetzt haben wir ein Schild. Jetzt halt mal, ist das Formula Airport? Wo? Bin ich ja hier. Ach hier, das mein Gott. Erstmal beleuchten. Ich gehe schon mal rein. Wir gehen schon mal rein. So, jetzt warten wir hier am Gepäckband. Wir warten jetzt am Gepäckband, genau. Eigentlich können wir noch mal auf Toilette gehen. Möchtest du noch mal auf Toilette gehen? Nein, ich war doch gerade eben. Ich möchte auf Toilette gehen. Soll ich war gerade über den Wolken noch auf Klo. Ja, genau, am Äquator warst du wahrscheinlich. Ich gehe noch mal schnell. Okay. Willst du was erzählen oder? Nö, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt erzählen sollte. Okay, also machen wir Pause machen, weil ich auf Toilette gehe. Okay. Genau. Steht eine Riesenschlange, ich kann nicht auf Toilette gehen. Tja, jetzt wollten wir für unsere Story ein Bild machen, wo drauf steht Welcome to Formula, aber das müsste uns erst jemand beleuchten kommen, das Schild draußen, weil wir das nicht fotografieren konnten, leider. Da steht es auch drauf. Wo? Auf, die, auf dem Diragoschild. Auf dem Diragoschild steht, was steht da? Formula. Formula und was noch? Yami kann nämlich die Wehi lesen. Tana. Hm? Maruhaba. Merhaba. Merhaba. Wieso schreiben die das so komisch? Merhaba nennen die das irgendwie, ne? Nee, also Merhaba vor irgendwie. Maruhaba steht. Mehr, aber das heißt, steht jetzt da zuerst Formula und dann. Formula Maruhaba. Merhaba. Und das heißt so viel wie Willkommen in Formula. Wahrscheinlich. So, jetzt machen wir euch nochmal aus. Pause, beziehungsweise wir sind jetzt in Formula. Ihr seid mit uns gemeinsam in Formula gelandet, genau. Also im Süden der Malediven. Wir haben hier noch mehr vor. Das ist die erste Tour, die wir hier machen wollen. Es gibt ja noch das Adu-Atoll, was noch weiter im Süden ist. Genau. Es ist geplant, dass wir das auch besuchen. Also, das müssen wir euch schon verraten. Und von daher sind wir jetzt, wie gesagt, auf der ersten Insel. Und von hier geht es dann irgendwann weiter. Ja, jetzt warten wir erstmal aufs Piep und auf unser Gepäck. Genau, und ich warte noch darauf, dass ich auf Toilette kann. Ja, nirgendwo am Airport stand jetzt der Name der Insel. Jedenfalls sind wir jetzt im Taxi. Dann draußen standen so viele Leute, als wenn man eine große Boeing 747 also, abholen wollte. Taxi ist es nicht, es ist ein privates Auto. Steht draußen dran, ist ein P dran, kein T. Ja. Also wir kriegen jetzt eine Fahrt zu unserer Unterkunft. Wir sind sehr gespannt. Ne? Eine richtige asphaltierte Straße. Ja, ist ja auch nicht häufig. Auf den großen Inseln natürlich schon. Da steht die Maschine. Fahren wir jetzt dran vorbei. Das ist die Flyme gewesen. Die war schon vorher da? Die ist vorher angekommen. Das ist die Maldivin. Ja. Ah, beide. Die hat es gerade umgepackt, sozusagen. Warum auch immer. Tja. Mein Gott, die müssen zu dritt nebeneinander mit dem Moped fahren. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Und überholt wird dann trotzdem hier. Und obwohl Gegenverkehr ist. Ja, Asien und Verkehr, das passt irgendwie nicht zusammen. Nee, nicht, also nicht
geordneter Verkehr. Das fasst nicht zusammen. Aber dafür gibt es immer wieder mal einen Bumper, dass man bremsen muss, sonst damit das nicht ausartet. Ja, Windgeschwindigkeit. Tja, das ist ein... Wir müssen das erstmal auf uns wirken lassen hier, ne? Das ist alles etwas anders, als wir das bisher erlebt haben. Dass man mit einem Auto vom Airport abgeholt wird und über eine richtige Straße jetzt schon etwas länger unterwegs ist, schon ungewöhnlich. Guck mal, hier sieht irgendwie aus wie in Sri Lanka. Ja, im Moment komme ich mir auch vor, als wenn ich in Sri Lanka wäre. Ja. Sieht genauso aus wie in Sri Lanka. Ja, wir sind ein bisschen, das ist echt alles ein wenig eigenartig. Industrialisiert, die sieht richtig aus wie eine kleine Fabrik oder Fischmarket. Hm. Könnte der Fischmarket sein? Na, eher eine Fischfabrik, oder? Ja. Also das ist schon wichtig, dass wir hier ein paar Tage sind, dass wir das hier rauskriegen. Kleine Supermärkte an der Straße. Hier werden Möbel verkauft und Fliesen und ja, im Moment immer noch Sri Lanka-Feeling. Sind wir wirklich richtig gelandet? Ja? Weil stand ja nichts dran bisher. Doch, das ist ein unbeleuchtetes Schild. Vielleicht hatten sie das wegen uns nur ausgemacht, um uns erstmal ein bisschen in die Irre zu führen. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ja, das sind jetzt nicht die Malediven, wie wir sie kennen. Aber das soll ja noch nichts heißen. Irgendwie ist es hier so, dass man... Hoffentlich gibt es hier Busverbindungen? So was wie ein Bus, öffentliches Busnetz oder so? So weit, wie weitläufig wie die Insel ist, da laufen uns ja hier in Wolf. Wieder eine Verkaufsstelle. Also die Verkaufsstellen, das sind so Obst- und Gemüsestände. Die häufen sich jetzt, ja. Sowieso kleine Stände an der Straße, die alle so ganz spärlich beleuchtet sind und wo halt... Das, wie gesagt, aussieht, wer schon mal in Sri Lanka war, das sieht aus wie in Sri Lanka. Ja, so an der Straße. Ja. Wieder, schon wieder. Und es wird übrigens Gemüse verkauft, aber das ist die gute Nachricht, weil Obst und Gemüse wird verkauft und das ist das Tolle, weil diese Insel hat Obst und Gemüse reichhaltig. Er hat eine sehr gesunde und sehr, hat überhaupt eine vorhandene Erde, also dass man, was es ja auf einer Malediven-Insel schon erstmal nicht gibt, also einen Boden, den man bewirtschaftet, landwirtschaftlich bewirtschaftet und der wohl auch wahnsinnig ertragreich sein soll und deswegen, gibt es hier so leckere Sachen. Übrigens ist auch Mango-Season geht gerade los. Unser Bodo-Friend hat uns schon auf einen Auftrag gegeben, dass wir mal wieder kommen, frische Mangos mitbringen sollen. Nur dumm, dass wir nicht von hier aus starten. Das wissen wir ja noch nicht. Wir kennen unseren kompletten Plan ja noch nicht. Ach so, ja. Das, ne? Jetzt ist auf jeden Fall hier erstmal, hier wird die Straße noch gebaut. Also hier fahren wir noch im Straßenbett gerade umher. Das ist echt weitläufig. Also im Moment fühle ich mich immer noch so, als wenn ich auf der falschen Insel. Als wenn wir auf dem Festland gelandet wären. Nicht auf einer Malediveninsel. Ne, doch. Sri Lanka. So eine Insel. Jetzt fahren wir ab. Auto ist auf jeden Fall neu, ne? Das ist ein richtig schickes Auto, richtig tolle Federung und Automatik und. Wir müssten bald sein. Ja, das ist das Bank of Maldives, genau. Also jetzt machen wir euch mal wieder auf Parken-Modus, weil jetzt müssen wir aussteigen, unsere Sachen ausladen. Weiß ich nicht, ob wir noch was bezahlen müssen, aber das Privatauto ist, gehe ich davon aus, dass das hat der Besitzer für uns arrangiert. Ne? Hm. Ja, angeblich haben wir ein ganzes Haus für uns alleine. Ich bin sehr gespannt. Jami übrigens auch, die weiß noch gar nicht, ob sie 10 Tage hier bleiben will. Weil sie nämlich nicht wusste, was uns erwartet. Und mich weiß das auch nicht, aber ich bin ja mal für jedes Abenteuer bereit. So. In diesem Sinne sind wir angekommen. Von außen sieht es schon erstmal nicht unbedingt einladend aus. Stimmt's? Wie Baustelle. Okay, thank you.
Hallo ihr Lieben, jetzt mit ein bisschen Ruhe und mit maledivischem Flair. Willkommen auf Formula, der zweitgrößten besiedelten Malediveninsel. Wir sind jetzt seit zwei volle Tage hier, waren schon ein bisschen auf Entdeckungstour, haben ein Roller bekommen, also ein kleines Moped, mit dem wir unterwegs sind, weil die Insel so groß ist, dass wir sie ohne schnelles Verkehrsmittel gar nicht richtig entdecken können. Tja, wir nehmen euch nämlich jetzt mit auf Entdeckungstour. Auf Formula gibt es nämlich geschichtsträchtige Baumasse, die leider nicht mehr in Bauwerke, die nicht mehr wirklich existieren, weil sie leider eingerissen wurden. Aber Thor Heyerdahl hat die Inseln hier Ende der 60er Jahre bereist und hat hier vorzeitliches Leben festgestellt. Vorzeitliches, wie sich das anhört. Er hat festgestellt, dass die Malediven hier von Seefahrern besiedelt waren. Und diese Seefahrer, die haben damals noch keiner offiziellen Religion angehört. Also keiner uns bekannten Religionen. Es waren eigentlich, so wie Heyerdahl das klassifiziert, sind das eher, die haben eher den Sonnengöttern gefrönt. Und zur Tat haben wir diese beiden Bauwerke jetzt gefunden. Aber sind das nicht die von der danach entstandenen Zeit? Von der buddhistischen Zeit? Ja, das ist ja das, was wir nicht wissen, ne? Ob die Havitas tatsächlich buddhistische Bauwerke sind oder die von den Sonnengöttern. Also beschrieben ist es als das. Aber buddhistisch? Ja. Okay, dann sind es buddhistische Tempel. Also das heißt nicht, dass das Stupas, aus der... Stupas sind die Bauwerke, die Kirchen der Buddhisten, oder wie kann man das nennen? Nee, aber... Ja, hier ist tatsächlich noch was zu sehen, das ist ja cool, also man sieht ja doch noch was. Ein Tempel, so, ja. Ja. Was war das? Nicht vielleicht mein Fuß? Keine giftigen Tiere. Nee, aber... Ja, also das Ganze gestaltet sich recht, recht eintönig. Also wir hatten eben schon zwei kleine Hügel gesehen, da hat man so gesehen, so bemooste Steine. Komm, wir gehen mal auf den ersten Hügel. Da muss es auch was gegeben haben. Also der erste Hügel ist jetzt hier, der ist nicht höher als 3 Meter, 3,5, 4 Meter. Wow, das Boot dahinter sieht cool aus. Den müssen wir fotografieren. So, und das sind halt die alten Bauwerke, die wurden damals leider zerstört, also vor einer Weile schon zerstört, weil die Malediver irgendwann der Meinung waren, sie müssten alles vor dem Islam Gewesene zerstören und ihre Geschichte verleugnen. Ja, weil sie werden halt schon immer dem Islam. Die haben gedacht, die können dadurch beweisen, dass sie schon immer dem Islam angehört haben. Obwohl es den Islam damals vielleicht noch gar nicht gegeben hat. Also es haben sich ja Religionen erst entwickelt. Und ich kenne es nur aus den Büchern von Heyerdahl durch die Sonnengötter. Danach kamen die Buddhisten und dann ist das Land verislamisiert worden. Das sollte auch kurzzeitig mal verchristianisiert werden. Ja, die Portugiesen haben das versucht. Die waren die haben hier Anstrengungen unternommen, dieses Land einzunehmen. Aber das ist gescheitert und dazu haben wir ja auch einen anderen Podcast noch, den aus dem hohen Norden. Genau, ist noch gar nicht dann so lange alt, der aus Otimo, ne? Genau, und wo der tapfere Krieger Tarakofan am Ende auch Sultan wird aus Dankbarkeit dafür, dass er den Islam gerettet hat. Und die Portugiesen vertrieben hat. Aber wir stehen jetzt hier auf jeden Fall auf dem kleinsten, hier sieht man den Umriss, wir stehen hier auch auf einer Art Fundament, das ist auf jeden Fall rund. Ja. Und das ist ganz deutlich rund, das ist in jedem Fall
So ein Baum, es ist mehr, ist auf jeden Fall wesentlich mehr erhalten, als ich mir das vorstelle und dass man auf den Bildern so sieht. Weil man kann hier, wenn man hier hoch fotografiert, jetzt sogar die Grundmauern sehen. Ja, also so die Wände noch. Da stehen tatsächlich noch so Art Steine, die man als Wand bezeichnen könnte. Ja. So, und wie gesagt, wir hatten auch vorher noch schon zwei andere kleine Hügel, wo ich auch der Meinung bin, dass das sowas Ähnliches sein könnte. Die sind noch älter, weil da wachsen schon Palmen drauf. Aber wenn man bedenkt, dass eine Palme in der Größe nur 30 bis 40 Jahre braucht, bis sie diese Größe hat, dann kann da sonst was gestanden haben. Genau. Also wir reden hier über Zeiten. Trotzdem sind es zwei Hügel und das heißt, da ist auf jeden Fall was kaputt gemacht worden, was da mal war. Ob das natürlich dann auch so ein Bauwerk ist aus damaliger Zeit, das ist jetzt natürlich nicht ganz logisch. Aber das hier ist es auf jeden Fall. Und hier gehen wir jetzt mal hoch und gucken mal, dass wir das für euch natürlich auch in den Shownotes ein bisschen dokumentieren können, weil ein paar Bilder lassen sich hier machen. Man sieht hier auf jeden Fall die Grundmauern. Man muss hier einen kleinen Weg hoch. Man sieht hier auch noch mehr Steine. Und wenn die Yami dann doch wieder das Tonstudio hält, kann ich noch bessere Bilder machen. Ich habe manchmal so ein Gespräch mit Maledivern unterdessen so das Gefühl, sie wollen unterdessen ihre Vergangenheit gar nicht mehr verleugnen. Und ich glaube, manche finden es auch schade, dass das alles so zerstört worden ist. Aber es gibt halt immer wieder auch heutzutage noch welche, die dieses alte Gedankengut immer noch nicht ablegen können. Ja, es gibt halt den stark konservativen Teil der Malediver, die dem noch folgen und dagegen kann man nichts tun. Ja. Und leider sind Ausgrabungen dieser alten Stätten auch verboten. Also ja, sie sind vor allem, die könnte man wieder anregen, aber so viel wie ich weiß, sind ganz viele Versuche mehr oder weniger gescheitert, weil man sie erstens stümperhaft begonnen hat und am Ende, wenn eine Ausgrabung nicht ordentlich begonnen hat, wird am Ende alles so desaströs hinterlassen, dass man gar nicht richtig weitergraben kann. Und hier muss man natürlich ein Interesse haben und da müssen natürlich Gelder da sein, die es von der Regierung nicht gibt. Also wer auf den Malediven alte Sachen ausgraben will und viel Geld hat, der soll sich mal bei uns melden. Wir stellen gerne den Kontakt zur Regierung her und dann könnt ihr gucken, ob ihr das ausgraben dürft. Die Yami will nicht besteigen, den Most Historical Place of Formula. Warum nicht? Ist zu steil. Ja, schon ein bisschen steil. Ich helfe dir. Ich habe Angst mit den Flipflops. Ich helfe dir, dann geh barfuß. Komm, ich zieh dich. An der Stelle kann ich dich ziehen. Guck mal. Warte. Ich habe hier Halt. So. So. Ich soll hinfortgehen. Ich wollte meiner Frau helfen, jetzt soll ich hinfortgehen. Versteht das einer? So. Wir sind jetzt auf dem mit Meerblick. Meerblick haben wir jetzt. Meer- und Farmblick. Und das ist eine wahnsinnige Spüle heute. Ja, weil heute. Heute Morgen, als hier regnet, heute Morgen gab es einen richtigen Äquator-Gewitterguss, der sich über Stunden erstreckte, der uns vom Frühstücken abhielt. Ja. Und uns aber trotz alledem ein recht bewölktes Wetter hinterlassen hat. Was wir natürlich spontan nutzen, um zu sagen, wir erkunden die Insel. Mhm. Und wenn wir jetzt hier auf dem höchsten Punkt stehen, erklären wir euch gleich noch was zur Formula. Denn wie ihr ja am Anfang schon mitgekriegt habt, wir mussten fliegen, weil es so wahnsinnig weit weg ist. Knapp 500 Kilometer von Male ist die Insel weg. Das ist weit. Das da kann man mag nicht so jetzt für hinfahren. Uns Deutsche nicht weit klingen, aber es ist weit für die Malediven. Für die Malediven ist es tatsächlich weit. Wir haben hier keine Autos. Wir müssen hier das Boot nehmen. Es gibt hier Wasserstraßen, aber die sind halt nur mit Booten befahrbar, die wesentlich langsamer unterwegs sind. Wir kreuzen hier, wenn man hier runter muss, kreuzt man hier tatsächlich den Ozean, das heißt den hohen Ozean. Es gibt hier den berühmten One and Half Degree Channel. One and Half bedeutet, er ist der erste Breitengrad
nach Norden hinter dem Äquator und die Hälfte dazwischen, also 1.5 degree heißt anderthalb Grad, an der Breitengrad. Der geht dort durch, der Breitengrad. Genau. Nicht ganz in der Mitte, aber er ist ungefähr, dieser Kanal liegt Kanal ungefähr da drauf. Der Kanal wird so bezeichnet und genau. Deswegen sagt man der 1.5 degree Channel. Und dann der größte Kanal der Malediven, der allergrößte, den man überqueren muss, um von einem Atoll zum anderen zu kommen. Und dann ist ja noch hier zwischen dem nächsten Atoll in Richtung Norden und unserer Insel hier Formula liegt ja noch der Äquator, der Zero Degree, genau. Und wer schon Malediven-Expertenwissen gesammelt hat, der weiß, dass die berühmteste maledivische Band der Malediven, die tollsten Songs spielt, nennt sich Zero Degree. So viel, was ja so viel heißt wie 0 Grad und im weitesten Sinne ist das natürlich der Äquator. Ja, nicht im weitesten, im engsten Sinne. Ja, kann aber, wenn man es, muss man natürlich dann mit dem Äquator, das Wort Äquator hat schon trotzdem da was zu tun. Ja, das ist der maledivische, ich nies doch mal richtig. Nee, es ging nicht. Das ist der Havita-Schnupfen. Der Havita-Schnupfen. Also wir werden hier kein Grab öffnen, wir werden hier nicht infiziert von gefährlichen Gasen oder wie man das aus Ägypten kennt, wenn man da Grabmäler aufgemacht hat, dann sind weder Lara Croft noch wie heißt er? Ja, genau der, Harrison Indiana Ford, Jones. Indiana Jones, der jetzt hier auf Entdeckungstour gehen, in der Hinsicht, dass wir jetzt hier wieder runtergehen. Ja, hier sieht es bequemer aus für dich, ja, stimmt's, Herzchen? Ein bisschen bequemer aus. Ja, dann lass uns doch aber trotzdem hier noch ein bisschen den Fernblick genießen hier. Diesen historischen Punkt auf uns wirken lassen und noch ein bisschen was über Formula erzählen. Formula ist riesig. Formula hat eine Highway, also eine Straße, die zur Hälfte fertig ist, auf der wir jetzt mittlerweile schon dreimal hin und her gefahren sind. Also Highway soll dann natürlich so viel bedeuten wie bei uns Autobahn. Es ist auch es ist auf jeden Fall eine Schnellstraße. Schnellere Straße, sie ist befestigt. Sie ist sehr recht breit. Und kann man richtig Auto. Kann man fahren auch ein paar Autos und fahren genau. Ein paar. Also ganz viele Mopeds, hier sind ja ganz viele Roller unterwegs und ja, wir haben das große Glück gehabt, dass wir uns keinen Roller mieten mussten. Wir wissen auch, ja, das kann man auch nur über private Kontakte. Ja. Uns wurde was es angeboten, gibt keine da wurde, Vermietung, so ein, aber wurde so ein Preis fallen gelassen von $20 pro Tag. Da habe ich erstmal schwer geatmet und gesagt, ja, wir schauen mal, wann wir das machen. Habe ich gedacht, vielleicht nur 5 Tage oder so von unseren 10, die wir hier sein sollen. Aber dann. Als wir am ersten Abend unterwegs waren, war das der erste Abend, ne? Nee, ja. Also am ersten Abend des vorersten vollständigen Tages, ja, kam unser Freund Hafiz, ein Freund, den wir vor 10 Jahren im Villa College kennengelernt haben. Als wir für das College haben wir gearbeitet früher und da war er gerade mit frischen 17 Jahren, hat dort seine Dive-Master-Ausbildung gemacht. Und wir haben ihn da lieb gewonnen und da ist er unser Freund geworden und wir waren in Kontakt. Zwar nicht wirklich intensiv, aber wir wussten durch die sozialen Netzwerke, wo er ist und wir wussten, dass wir in Formula sind. Und haben ihm das vorher gesagt, wir kommen nach Formula. Und wie auf Bestellung hat er uns auf der Straße aufgelesen und hat gesagt, hey, yummy, I will recognize you everywhere in the world. Ja, er hat uns erkannt und dann hat er uns ein Moped beschafft. Innerhalb einer Stunde hatten wir ein Moped, brauchten gar nichts dafür bezahlen, weil das hier Freundschaftsdienste sind. Und das sind dann halt unsere Vorteile, die wir als Inselnauten haben, weil wir halt uns gut auskennen, auf die Malediven so viele Menschen kennen. Viele Freunde haben. Ja, und davon halt doch irgendwo partizipieren. Und das hat uns riesig gefreut, weil mir macht das Mordspaß, hier durch die Gegend zu fahren mit dem Roller und meine Frau freut sich, dass sie hinter mir drauf sitzen darf und ja. Durch die Gegend kutschieren. Ja, und das findet sie ganz toll und ich gehe jetzt hier nochmal in dieses Gebüsch, weil hier kommt man nämlich noch weiter. Wir müssen noch von unserem gestrigen Erlebnis erzählen. Ja. Also wir müssen sagen, Formula ist ein eigenes Atoll, das Naviani-Atoll. Naviani-Atoll. Naviani, wird nur Gn geschrieben. Ja, die Yami spricht ja, sie schreibt und kann lesen die einheimische Sprache Tana. Und da ist das ein Buchstabe davon, das Naviani.
Und genau, weil das die liegt nämlich daran, dass die Malediver, um es sich einfach zu machen, ihre ganzen vielen Atolle gepackt haben in ein Alphabet. In Distrikte unterteilt haben. Also in, wir würden es jetzt vielleicht Bundesland nennen oder wenigstens Landkreise oder sowas. Und die haben sie dann nach ihrem Alphabet einfach durchnummeriert, sozusagen. Also im Norden startet es mit dem H. H, das ist der erste Buchstabe, ne? Genau. Oh, jetzt kommen aber die Mücken. Ja, weil wir so lecker schweißig duften. Wir locken sie gerade an. Ja, hinter dir ziehst du gerade einen ganzen Schwarm hinterher. Ich will nicht wissen, wie es bei mir aussieht. Aber das gehört halt dazu, als Entdecker im maledivischen Dschungel, auf historischen Bauwerken, ist das halt so. Und ja, also Formula ist, wie gesagt, ein eigenes Atoll, hat genau. keine Lagune, ist nur eine riesig große Insel mitten im Ozean. Genau, das heißt, es ist also auch nicht nur, dass es ein eigenes Atoll ist, sowas hatten wir ja schon in anderen Inseln, aber das ist halt auch so extrem weit weg von allen anderen nächstgelegenen Atollen. Isoliert. Ja, isoliert dadurch, genau. Und wir haben gelesen, dass diese hübsche Insel Formula wohl mal irgendwie auf jeden Fall mindestens noch eine kleine Insel, ne, abgespalten gewesen. Ja, das sollen mal zwei gewesen sein. Und die haben sich dann mit der Zeit verbunden. Das kann man aber nur, wenn man das liest, das kann man nicht mehr wirklich sehen. Nee, aber ist interessant. Ja, Formula ist wahnsinnig interessant. Formula ist mehr als eine Reise wert für mindestens eine Woche. Ja. Weil hier kann man tauchen gehen, hier kann man auf Entdeckungstour gehen, hier kann man relaxen. Auf Formula gibt es keinen Bikini-Strand, das muss man dazu sagen. Hm. Also es ist ideal, um es zu kombinieren, aber trotzdem um einen riesen Schluck Malediven-Feeling zu erhaschen, weil das kriegt man nirgendwo anders so in geballter Form wie hier. Ja, so viel Natur, so viel Vielfältigkeit, weil hier gibt es Seen, also Mangrovenseen. Mangrovenseen, also und Sumpfseen Natur, sind man, das. Die Sümpfe, ja, eigentlich sind schon fast Sümpfe, sowas, was man hier auf den Malediven ganz schwerlich sieht. Und eben auch Farmland und man sieht, wie die Leute teilweise noch hat man das Gefühl, vor 100 Jahren hier gelebt hätten. Ne? Also ja, moderne und alt, das wechselt sich. Sobald man hier kleine Seitenstraßen fährt, fühlt man sich zurückversetzt in Bilder, maledivische Bilder, die man so aus dem, auch wieder aus Facebook kennt. Da gibt es ganz viele Quellen, wo man das abonnieren kann. Da werden so historische Seiten. Ja, Blabla-Keks, die wird er dann schon irgendwie finden, wenn er die sucht. Historical Maldives zum Beispiel gibt es da eine Seite. Und jetzt schwitzen wir hier so mordsmäßig hier oben. Das war und die Mücken fressen uns ich jetzt hier auf runter. Und wir gehen jetzt hier die bequeme nee, Seite runter. Und wieso? Lass uns doch hier runtergehen. Ist doch bequem hier. Ja? Ja, bequemer, denke ich doch. Genau. Und dann müssen wir auch mal gucken, ob die Aufnahme was geworden ist. Ja, am Anfang war die Mikrofonaussteuerung nicht richtig mit unserem neuen Tonstudio. Deswegen, wenn wir unten sind, melden wir uns wieder. Ja, die erste Aufnahme war so ein bisschen, war ein bisschen übersteuert an manchen Stellen. Hoffentlich konnten wir das runterregeln. Übrigens, wir sind jetzt gerade hier runtergestiegen von der Havita. Ihr braucht euch übrigens auf den Malediven keine Sorgen machen wegen irgendwelchen giftigen Tieren oder wegen Brennnesseln oder irgendwelchen Stachelpflanzen. Man kann eigentlich problemlos im Dschungel unterwegs sein. Wir sind häufig sogar im Barfuß unterwegs. Also da kann zwar mal was pieksen von den Kashikeos an den Blättern. Da muss man aufpassen, die sind recht spitz, aber ansonsten ist man da recht sicher unterwegs. Man verletzt sich dabei aber nicht. Das ist nur mal ein Kratzer oder sowas, genau, was man sich dabei zufügt. Die Mücken sind natürlich dann nervig, aber die werden in Deutschland dann so im Sommer an so einer feuchten Region auch da. Die kennen wir ja nicht. Und so wie wir gerade, wie gesagt, transpirieren. Weil es so schwül ist. Genau, ist wirklich schwül. Ist das echt krass. Aber jetzt kommt so ein kleines Windlüftchen. Die Havita war irgendwie total geschützt. Ja. Jetzt gehen wir ja gleich wieder auf unser Moped und fahren dann auch noch. Also ja, ist ja relativ, ihr müsst euch tatsächlich über verschiedene
verschiedene Locations auf der Karte angucken. Google Maps ist da echt ein guter Ratgeber und ein guter Reiseführer. Ja. Das ist uns auf manch kleineren Inseln schon hilfreich gewesen. Und hier ist es richtig genial. Yami spielt hinten ein Navigationssystem, wenn ich mit dem Moped unterwegs bin. Das ist genial, ja. Also ja, und ich finde halt, Formula hat auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine Reise wert für jeden, der gerne taucht, nicht den ganzen Tag am Strand sitzen möchte, Zu tauchen erzählen wir euch dann separat nochmal was. Ja, und vor allen Dingen halt Natur und Erleben, also der ein bisschen raus will, der nicht nur die ganze Zeit irgendwo an einer Stelle hocken will, weil die Insel ist halt groß genug, dass man sich hier bewegen kann. Genau, ihr könnt spazieren gehen. Also ihr könnt ja gut wandern. Also wir empfehlen ja sowieso immer nur die Morgenstunden so von 6 bis 8, 9 und dann die Abendstunden so ab 15, 15.30 Uhr. Wir haben es jetzt 16 Uhr, wenn die Sonne scheint. Also vorher sollte man sich eigentlich ja nicht unbedingt aufmachen, weil oder man hat einen coolen Sonnenschutz oder es ist halt windig oder es ist bewölkt, dann kann man das. Aber ansonsten ist die Hitze schon extrem auf den Malediven und da geht einfach nicht viel. Lustig, wir stehen gerade vor einer Palme. Und wo hört man, unser Moped geparkt. Und da hört man, warte mal, ich guck mal, ob ich das Mikrofon noch mal ein bisschen aussteuern kann, ob ihr das hört. Warte mal, ich mach mal ein bisschen lauter. Halt mal. Ja, also, wir hören es ganz deutlich von hier. Das ist, man hört irgendwas nagen. Also, immer wieder so. So wie so raspeln. Als und wenn dann hört es kurz auf und dann wieder. Ja. Und wir hatten das schon gehört, als wir das Moped abgestellt haben. Und da wir wissen, was es ist, es ist so tollig. Die Baumhörnchen. Mein Mann nennt es gerne Palmhörnchen. Die Palmhörnchen. Es gibt Palmhörnchen auf dem Moped. Die sind doch auf den Palmen, ist doch. Ja, genau. Es ist aber im Grunde nur eine Ratte. Und die sitzen gerne in den Kokosnüssen und nagen da dran rum. Und ich finde, das hört sich so tropfig an. Die nagen Kokosnüsse an. Ja. Um die dann zu essen, ja. Genau so ist es. Ja. Und wir versuchen jetzt mal ein Stückchen Moped zu fahren mit euch. Fahren wir jetzt zu der Most, ne? Warte mal, da muss ich nochmal gucken, wo die ist. Genau. Auf dem Weg hier, weiter zum Strand. Ist das die gewesen? Oder ja. Hattest du da nicht gestern unseren Freund Said gefragt nach der einen, wo wir da noch vorbeigefahren sind? Welche? Nee, habe ich nicht gefragt, aber da sind wir ja dran vorbeigefahren in dem Moment. Ja, Sehenswürdigkeit ist jetzt hier nichts mehr angegeben, aber wir gucken einfach mal. Entschuldigung. Macht nichts, alles gut. Entschuldigung. Brauchst du nicht entschuldigen, das müssen wir rausschneiden. Cut. Müssen wir rausschneiden. Wir haben unseren Crossbacks übrigens, die wir hier benutzen. Warte, jetzt sagst du es nochmal. Wir haben diese Crossbacks, genau, die ich jetzt gerade wieder zugemacht habe, unsere Reißverschlüsse, die wir hier so schräg über uns tragen, die machen wir immer zu, weil unsere Handys da drin sind und mit denen sind wir unterwegs. Die findet ihr übrigens bei uns, für wen das interessiert, bei uns in der Packliste. Und jetzt schmeißen wir mal hier den Boliden an. Mir sitzt noch nicht. Mit einer Hand ist das etwas kompliziert. So, und wir nehmen jetzt mal ein Stückchen mit und regeln das Mikrofon noch mal ein kleines bisschen runter, nicht, dass es zu laut wird. Und dann gucken wir mal, ob wir euch mit zur Moschee mitnehmen können. Die soll eine schöne Moschee mit Badebecken sein. Also auch eine etwas ältere Moschee. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die finden. Leider ist die in der Karte so nicht eingezeichnet, aber... Refreshing. Oh, ist das schön, der ja. Der Fahrtwind kühlt herrlich. Ja, Thorsten kriegt leider, also mein Toddy kriegt davon leider mehr ab als ich. nein, alles vorbeugen. Gut. Alles gut. Ja. Andererseits ist das ganz gut, dass er den Wind ein bisschen abhält, denn ich habe seit ein paar Tagen ein bisschen Ohrenprobleme und dadurch kriege ich gar nicht so viel vom Fahrtwind ab. Und das ist vielleicht ganz gut für mein Ohr. Jetzt fahren wir an den zwei anderen Hügeln hier vorbei. Ja, die sind auch wunderschön, weil die so toll bewachsen sind mit Palmen und mit Banyan Trees und total schön aussehen, ja. Aber es sieht auch aus, als wenn das irgendwas Historisches gewesen sein muss. Und hier ist eine Bananenplantage. Mit Bananen? Mit Bananen!
aber die sind alle nicht, noch nicht reif. Außerdem ist da ein Bauer, man kann hier nichts klauen einfach so. Man kann sich nicht einfach mal ein Bananchen pflücken und sagen, lecker. Aber wir müssen mal gucken, wo wir mal ein paar Bananen herkriegen. Wir haben hier irgendwie auf dieser Insel irgendwie noch gar keine Früchte gegessen. Wir haben noch nicht, das ist mein Grundstück hier, das ist irgendwie, ich habe hier ein Grundstück gefunden. Also wir haben gestern hier dran vorbeigefahren, hier ist ein Grundstückchen, das sieht aus, das würde ich sofort nehmen. Da ist der alte Kindergarten. Ja. Und mit alten Klettergerüsten, ja, und das Gebäude steht auch noch ganz bunt da. Also man sieht, dass es ein Kindergarten war. Genau, ich mache das aber mal die aus. Bäume, das sieht aus. Ja, total genial. Das sieht aus wie überall so schattig. Man kann hier so kleine Sitzecken runterstellen. Dann liegen so die Blätter auf dem Boden, so ein bisschen wie bei uns so ein Fallobstgarten, so ein bisschen. Ja, das ist eigentlich genau ein Grundstück, wie ich mir das in Deutschland vorstelle. So ein bisschen Banyan Tree da in der Mitte. Ja, da ist ein kleiner Banyan Tree in der Mitte. Total schön sieht das aus. Haben wir. Tja. Nur noch mal fragen, ob das hier ermietbar wäre. Das wäre hier eine coole Ecke hier. Das ist echt ein geniales Grundstück. Das hat was. Bin begeistert. Genau. Das ist mir gestern sofort aus dem Augenwinkel aufgefallen, weil ich habe da ein Auge für, weil wir suchen ja im Moment auch Grundstück für uns zum Wohnen auf einer anderen Insel. Ja, mal gucken. Hier halten wir nochmal an. Hier will ich nochmal hoch. Hier will ich mal hochgehen. Oder ich frage erstmal unseren Freund, ob wir das überhaupt dürfen. Oder dürfen? Wollen wir einfach mal gehen? Traust du dich? Ich trau mich nicht. Du traust dich nicht? Dann gehst du da nebenan in die Moskee und ich gehe hier rein. Nein, wir gehen jetzt zur Moschee. Wir gehen jetzt zur Moschee. Aber wir haben das schöne Grundstück fotografiert und ich verspreche dir, wir fragen jemanden, ob man das mal besichtigen kann. Okay. Muss doch hier irgendwo einen Immobilienmakler geben auf der Insel. Schön wär's. Ja, aber hier ist tatsächlich die Moschee. Da ist, glaube ich, ist das die Moschee hier? Ja, ne? Da wo dieses große... Warte. Ja, ist sie. Ja? Ja, ist sie. Hier wachsen... Auberginen wachsen ja, hier. Mir fiel nur Dings ein gerade. Ja, wir sind schon am nächsten Platz. Guck mal, wir sind jetzt mit dem Moped gefahren und... Weiter geht's mit der Besichtigung. Und das kann hier... Haben wir jetzt gerade Prayer Time gehabt? Ja, ich glaube. Ist die... Ja, aber dürfen wir trotzdem? Ich weiß es nicht. Ja, das ist immer... Bin ich sicher. Achtet drauf, auf jeden Fall. Jetzt kommt unser Freund. Ha, dann machen wir Pause jetzt hier. Ist der Popo? Ja. Mal auf Pause. Ja, wir haben gerade einen Freund getroffen, den müssen wir mal Pause machen. Ja. Also es ist gerade Prayer Time. Und irgendwie wissen wir nicht, ob wir uns jetzt reintrauen, weil... Unser Freund hat gesagt, das wäre in Ordnung. Dann, aber, wenn er das in Ordnung findet, dann machen wir das gehen auch. Dann gehen wir dann. Wir machen einen Bogen um die eigentliche Moschee am besten. Und gucken Studio uns wirklich nur das an, was hier nämlich das Interessante ist. Genau. Und das ist nämlich dieses Becken, dieses... Ist eingezäunt, wenn ich das richtig sehe. Wer den Podcast von Fanfushi kennt, den haben wir euch das schon mal erzählt. Das sind Bäder. Man hat sich früher gewaschen in... Ah, das ist die älteste Moschee, glaube ich. Die Gemiski. Ja, hier gibt es ein altes Fundament. Ich weiß nicht, warum sie es in Englisch, also in Lateinisch Buchstaben falsch schreiben. Es steht da auch... Tana steht Gemiski. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ist hier ein altes Fundament, ne? Ja. Zu sehen. Wunderschön. Das haben wir mal fotografiert für euch. Wir machen jetzt den Bogen, wie wir versprochen haben, um die eigentliche Moschee. Nebenbei ist noch eine Baustelle hier an der Seite. Weil wir finden das einfach respektlos, wenn wir jetzt den Herrschaften beim Beten zugucken. Das ist ein altes Grab. Ja, das würde ich auch sagen. Das sind auch Gräber hier. Ja. Das ist ein Friedhof, praktisch Abgrenzungen von einzelnen. Hier ist ein Bushaltestellenschild hochgemacht. Ja, das ist wahrscheinlich worden. Das umgefallen. Soll nicht so sein, glaube ich. Nein. Auf jeden Fall lehnt das an einem Tempelflower-Baum. Tempelflower findet er immer auf den Grundstücken, wo die Moscheen sind. Gerade auf den großen Moscheen gibt es davon ganz, ganz viele. Auf jeden Fall ist die
dieses kleine Grab hier, müsste man natürlich wissen, was das für ein Grab ist, ne? Das müssen wir im Nachhinein nochmal rausfinden. Auf jeden Fall ist hier ein altes Becken. Badebecken. Ein altes Badebecken. Also das war mal ein altes Badebecken, muss man sagen. Das ist nicht mehr wirklich in Betrieb. Aber das Wasser ist recht sauber. Ja. Keine Krokodile drin. So ein bisschen hattest du den Eindruck, ich habe so ein großes, aber Fische sind drin, sehe ich gerade. Es sind auch keine Algen drin. Nee. Also, wo man sagen, bei manchen alten, diesen alten Badebecken, in Fenfushi zum Beispiel, war alles veralgt. Ja, und vielleicht kennt ihr das ja von diesen, ihr kennt doch das von den Indern, diese, die, da gibt es manchmal so Bäder, so, die gehen aber so ganz tief nach unten. So, mit so einer wunderschönen Steinkette. Ja, das ist hier so, das ist natürlich hier lange nicht so, aber das ist auf jeden Fall so im weitesten Sinne ist das in der Größe, glaube ich, so, wie man das, kann man dazu sehen, ne? Ja, sieht toll aus. Das ist auch eine ganz kleine Moschee, pass auf, das sind Gräber. Ja, da dürfen wir hochlaufen, das ist ein Fundament. Das sind Gräber. Hier sind immer zwei Steine gegenüber, die abgebrochen sind. Okay, wir haben gesagt, ich bin Grabschänder. Und wo gehen wir dann da lang? Wie kommen wir dann jetzt zu dem kleinen Häuschen da? Na dann geh du da lang, ich bleib hier. Geh du mal da schnell lang, du bist ein Mann, du bist, das ist was anderes. Ich muss da nicht lang. Und wieso, dann gehen wir da vorne lang? Wir kommen doch nicht an der... Da lang. Nein, du kommst mit an der Seite da lang. Man sieht niemanden. Das ist, die Prähezeit ist ja schon vorbei. So alt, die ja, die alten Moscheen, es gibt ja alte Moscheen, die haben dann auch ganz viele Korallenverzierungen. Also wie gesagt, wer den Fenfushi-Podcast gehört hat, da erzählen wir euch ganz viel darüber. Und das ist eine der berühmtesten korallenverzierten, eine der berühmtesten korallenverzierten Moscheen der Malediven. Und es gibt immer, ja, die ist noch im Einklang mit dem. Die ist irgendwie alt und neu, ist hier irgendwie zusammengebaut worden, ne? Also hier wird auch noch drin gebetet. Ein alter Brunnen, der ist auch ganz klar. Hier sind ganz alte Gräber. Schade, also man müsste eigentlich beginnen hier was zur Geschichte. Das sieht ja toll aus. Nimmst du mir bitte nochmal das links ab überdacht, die kleinen... Das ist ein Grab, das ist überdacht. Dann kleine Gräber, zwei kleine Grabsteine drin. Also eigentlich vier, weil es oft bei den Malediven, aber ich gehe davon aus, dass es im Islam allgemein so üblich ist, dass man immer einen Grabstein ans Fußende und eins ans Kopfende stellt. Und dadurch sind es pro Person immer zwei Grabsteine. Und da ist wie so ein Weg also hingelegt worden mit runden, halbrunden Korallen, die da als Wegsteine sozusagen gemacht sind. Das ist echt hübsch. Tja, wir machen euch ein paar Bildchen. Es ist leider halt nicht mehr erhalten und sieht auch nicht so aus, als wenn man das erhalten wollte. Aber es sieht auch nicht zerstört aus, muss ich jetzt sagen. Nee, es ist nicht zerstört, aber es zerfällt. Stück für Stück. Das ist nun mal so. Das mit der Zeit macht sowas kaputt. So. Hier sind auf jeden Fall alte Gräber. Die sieht man, die Steine sind schon sehr am Verrotten. Das haben wir so kaum gesehen bisher. Dass die schon so zerfallen, dass hier die sind wie angenagt schon. Ja, dass man es vor allem auch belässt in der Art, ne? Dass man hier nicht verräumt, woanders wäre es schon weggeräumt worden. Da macht gerade einer seine Farmtür auf. So, und wir gehen weiter und haben die Genmiski erkundet, ein paar Bilder gemacht, müssen uns dazu noch belesen. Also, soweit wie ich das weiß, gebetet. Soweit wie ich das gelesen habe, ist das eine der ältesten Moscheen. Formulas. Formulas oder ja, generell? Formulas. Weil es in der Geschichtsschreibung halt auch ganz schwer aufzuzeigen geht und... Na
vielleicht machst du kurze Pause, dann kann ich mich belesen. Tja, das war richtig. Es ist die älteste Moschee der Malediven und damit müssen wir mal jetzt nach über 50 Minuten oder knapp 50 müssen wir uns erstmal bei euch verabschieden. Das ist der erste Teil von Formula. Die Insel ist so vielfältig und so groß, dass wir versprechen euch, es geht weiter, weil wir nämlich jetzt schon, wir können ihn schon sehen, wir können ihn schon riechen, den berühmtesten Strand der Malediven besuchen werden, der ganz speziell eine ganz, ganz besondere Art von, ja, auf was hat er aufzuweisen, was ganz Besonderes aufzuweisen hat. Und daher nehmen wir euch jetzt gleich mit. Wie gesagt, wir sind schon da, unser Moped steht schon, wir haben geparkt und hier ist ein wunderschöner Palmenhain und wir sagen erstmal tschüss, ganz liebe Grüße aus Formula. Wir sind die Inselnauten Yami und Toddy, wir bereisen die Malediven on budget. Und wer uns bei unseren Reisen erleben möchte, der findet uns auf den sozialen Netzwerken. Wir haben eine Facebook-Gruppe, Malediven Geheimtipps. Wir sind die Inselnauten.de unter Instagram.